Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Hydroneer. Ich bin jetzt schon mal zurück wieder auf den alten Slot, um das Eisen zu holen. Hab's jetzt gerade im Moment noch ausgeleert, aber wir haben gerade mal 506, was ja jetzt halt eigentlich nicht schlimm ist. Wir könnten zumindest bei der Mine, könnten wir zumindest einen von den Stampfern nochmal uns besorgen. Und dann eben auch noch Wasserdruckverstärker. Da müssten wir jetzt halt eigentlich ohne Probleme was machen können. Jetzt überlege ich nur gerade, ob ich noch eine Waage kaufe dann. Weil nicht, dass ich dann da unten wieder stehe an der Maschine und schmeiß den Nugget rein und dann bringt es gar nichts. Naja gut, brauche ich eigentlich nicht. Ich denke, ich brauche es nicht. Ui. So, gerade vorhin habe ich mir noch gedacht, dass mit den Aufträgen, wo ich diese Eisennuggets mit einem bestimmten Gewicht bringen soll, ob das denn tatsächlich 1,5, ich sage jetzt mal Kilo sind, oder ob das nur so ein kleiner Stein ist, wie ich ihn jetzt hier rausbekomme, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber gut, ich habe das jetzt mal sein lassen. Die anderen Aufträge können wir ja auch noch nicht machen, also von daher fahren wir jetzt einfach mal nach oben, weil wir können uns einen Stampfer auf jeden Fall holen und dann bauen wir nämlich an der Station weiter. So. So, wunderbar, wir sind da. Eisenbarren ist drin. Ich bräuchte jetzt zwar kein Kristallding hier, aber das ist egal. Nein! Oh, verdammt. Ich traue mich halt da nicht runterspringen, weil ich nicht weiß, ob mir irgendwas passiert. Vielleicht werde ich das irgendwann einmal ausprobieren, aber aktuell möchte ich das nicht machen. So. Einmal nach unten, bitte. Jawohl. Kann halt leider nicht rennen, ne? Das ist das Einzige. Mit der Palette in der Hand. Aber es stört ja auch nicht. Ich glaube, man kann hier sogar runterfallen. Weil ich habe nämlich gesehen, es gibt eine Mod, wo man das im Grunde zumachen kann. Also nicht optisch, sondern einfach nur schließen kann. Eben mit so einer Art Glasplatte oder sowas. Naja, gut. Aber Mods werde ich jetzt sowieso nicht verwenden, jetzt am Anfang. So. Dann lass uns den mal reinschmeißen. Dann machen wir mal noch den einen Druckverstärker. Dann können wir den nämlich gleich wieder nutzen. Und dann eben nochmal einen von den Stampfern. So. Und dann Druckversteiger kann ich ja trotzdem nochmal machen, ne? Das ist ja jetzt auch kein Thema. Da müsste ich ja noch genug haben. Also ich denke mal, zwei Stück werde ich noch machen können von denen. Aber mir war es jetzt einfach wichtig, dass ich erst einmal den hier mache. Und bei denen, wenn ich jetzt ja doch keine zwei mehr herstellen kann, dann ist es jetzt auch egal. Aber ich denke, zwei sollte ich noch machen können. So. Und den Rest nehmen wir dann mit. Von dem Eisen einfach, dass ich dann auch sehe, was noch übrig ist. So. Ich denke, einer würde immer noch gehen von den Druckverstärkern, aber so haben wir vier Stück. Ich glaube, das ist auch passend. Habe ich den Eisenbarren jetzt? Ja. So, ich wollte mal ganz kurz hier ihn hier fragen. Von Trade, ja.
2,5 Gewicht. Ja, wir können die Dinger ja mitnehmen. Wir werden dann schon sehen, ob die Teile bestehen bleiben oder nicht. So, jedenfalls den zweiten Stampfer haben wir. Und wenn wir das Teil dann laufen lassen, also ich hoffe zumindest, dass ich es heute starten kann, dann geht es ja eigentlich ratzfatz mit den Materialien. Das Einzige, muss ich eben mal gucken, wie ich das mit den Erzen dann mache. Weil die laufen mir immer alle direkt in den Schmelzer rein. Oh, lass mich. Uff, gerade erwischt. Jawohl. Ich kann die Palette auch aufs Auto schmeißen, aber da habe ich ja schon gesagt, das mache ich nicht. Braucht man auch nicht. Also Druckverstärker und jawohl, dann der Auftrag. Moment, du kommst bitte wieder in den Eimer rein. Wunderbar. Also rausgefunden habe ich das noch nicht mit dem Schild. So, die stelle ich jetzt halt nur mal daher. Umso schneller bin ich dann später. Also mit dieser Anschlagtafel wollte ich sagen. Das habe ich immer noch nicht rausgekriegt. Aber da hoffe ich einfach mal, dass vielleicht schon ein Kommentar gekommen ist auf die letzten Parts. Ich nehme ja wieder am Stück auf, das wisst ihr ja. Weil sich hier zu trennen nach einer halben Stunde, das geht, ist unmöglich. Das kannst du vergessen. Nach 30 Minuten hier Schluss machen? Nee. Ich muss, genau. Das da hinten ist im Übrigen der kleine Slot mit für 1600. Aber den brauche ich nicht. Wir fahren zu dem. Machen da weiter. Achso, und wir brauchen ja noch Rohre, fällt mir gerade ein. Holen wir das nämlich auch noch gleich. Servus, bin da. Das ist so schön. Einfach hier drauf fahren. Zack. So. Einmal raus mit dem Eimer. Und rein mit dem Eimer. Und schnappen wir uns mal noch einiges von den Teilen hier. Bei 2400, wenn wir haben, dann haben wir unsere 10 Stück. Oder 210, 2100 brauchen wir ja. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall mindestens die 20 Stück. Wir müssen noch vor zum Wasser und wir müssen ja dann noch das Ganze nach hinten verbinden. Ich muss eigentlich auch nicht einmal drauf auf den Wagen. Es reicht ja, wenn ich die da vorne drauf hau. Ja, ist ja gut. Okay, noch 5, glaube ich, oder? Müssen sie dann sein.
bei 20 Stück. Und einen noch. Du kommst da nicht durch. Achso. Na dann. So, was brauchen wir noch? Brauchen wir noch was? Oder brauchen wir nichts mehr? Ich weiß es jetzt eben nicht. Ich glaube, wir brauchen sonst nichts weiter. Könnte ich eigentlich mal mitnehmen, noch einen. Wir haben zwar einen, aber ein zweiter ist vielleicht nicht einmal so verkehrt. Druckverstärker Hammer. Vielleicht noch mal zwei Stöpsel. Einfach, dass wir es haben. Okay, 4300. Und dann haben wir jetzt halt noch 9000. Gut. Schau mal auf den Plan, wenn wir schon da sind. Nein, da ist nichts weiter. Also keine Quest mehr, meine ich. Und ich bin immer noch etwas verwundert mit dem Gartending. Da müsste ich mal schauen, ob ich Samen und sowas kaufen kann mit diesen T-Münzen. Wäre vielleicht auch mal interessant. Also weitergemacht hier habe ich jetzt an sich nicht, weil da wollten wir ja gemeinsam noch bauen. Oh, warte mal, fahr auf die andere Seite. So. Und weiter geht's. Ich glaube, das haben wir schon mal ganz gut gemacht. Ich habe den Riegel noch dran gesetzt. Das war das Einzige. So, den Kristall habe ich ja mitgenommen, ne? Dass wir den hier einsetzen können. Weil ohne dem Ding bringt es nämlich gar nichts. Habe ich ja Säge habe ich. Kommt halt jetzt nur darauf an, wie viele wir davon jetzt dann dran machen, von den Verstärkern. Jedenfalls kommst du hier rein. Wunderschön. Einmal zumachen. Moment. Muss ja eh laufen. Da kann ich aber auch ganz kurz den mal nur ein bisschen wegstellen. Und dann fahre ich jetzt halt mit dem Vehikel mal ein Stück zurück. Dann sind wir ja auch ein wenig schneller. Ich brauche nur eine Kurve, oder besser gesagt sogar zwei, dass wir nach oben kommen. Einmal. Jawohl. Kommt jetzt halt hier noch mal eine hin. Nee. Auch nee. So. Ja. So. Es tropft langsam voran. So, jetzt müsste es da vorne im Normalfall, das müsste dann funktionieren. Achso, naja klar, ich habe ja die, ich habe das Ding noch nicht an. Jawohl, und es rennt wunderbar. So muss es sein. So muss es sein. Dann bin ich jetzt halt schon mal ganz glücklich. So, dann können wir hier den zweiten noch mit anschließen.
mal wieder ein Stück vor, ne, dass ich die Rohre auch da habe. Ich hätte mal mitzählen sollen, wie viele ich jetzt halt eingesetzt habe von den Rohren. So, das da. Dann so ein Maschinchen, please. Dann hat der nämlich auch Saft. So, gerade. Gerade, gerade. Steht es jetzt? Ja, doch. So, da bin ich noch nicht ganz sicher. Wir brauchen ja zwei Stück. Machen wir mal die nächsten noch ran. So, dann muss Kurve. R, Y. Oh ne, Moment, hier muss Kreuz rein. Da. Ja, da muss ich doch noch welche holen. Weil hier muss ich ja nicht nur geradeaus rein. Moment, muss ich jetzt nach oben? Doch, das müsste mit der Schräge trotzdem gehen, glaube ich. Ja, das geht. Gut. Hauptsache, da läuft irgendein Wasser durch. Dann läuft nämlich das Wasser hier direkt rein. Hier fallen ja dann die Klumpen rein, werden zermahlen und dann läuft es eben weiter. So, deswegen brauchen wir hier nochmal zwei gerade Stücken. Müsste passen. Und hier habe ich gesagt, kommt ja dann nochmal ein Verstärker hin. Also dieses Teil hier kommt dann im Grunde hier an die Stelle. Ja, warte mal. Das muss ich doch wieder umdrehen. Y, Y. Alter, war es doch. Ja, genau, dann kann da nämlich der nächste wieder rein. Und der verstärkt dann gleich nochmal den Druck. Also wieder auf Anfangslevel. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wie viele Kristalle ich da brauche. Also zwei jetzt auf jeden Fall, ist klar. Oh, jetzt. Lass halt fallen. So, Schmelzer mal wegtun. Weil jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt kommen zwar die Teile hier drauf. Ja, aber dann muss ich es auch wieder nach oben leiten. Es geht nicht anders. Ich muss... Die werden geschreddert, fallen raus, müssen dann aber wieder nach oben, weil die, die Schmelzer, die stehen ja im Grunde hier an der Stelle. Und dann muss es ja von oben wieder hier reinfallen. Das heißt, wir brauchen, da ist die Schräge, okay. Dann passt es. Dann Kurven, wie viele Kurven haben wir denn noch? Wir haben eine, wir haben zwei. Jawohl, dann machen wir natürlich erst einmal ein gerades Stück. So, und jetzt brauchen wir ganz viele, brauchen wir nicht einmal, wir brauchen ja nur zwei Kurven brauchen wir noch, aber ich habe keine mehr mitgenommen, ne? Ich habe nur gerade Stücken.
Okay. Da hoch und darüber. Also wir können auf jeden Fall das Stück noch weiterbauen. Jetzt sehen wir nämlich auch, was wir noch an geraden Stücken brauchen. Schade, dass ich jetzt das Zeug nicht da habe. Nee. Also zwei Kurven brauchen wir auf jeden Fall, weil ja hier die Schräge dran muss. Dann können wir hier auf jeden Fall erst einmal noch ein gerades Stück dran machen und dann können wir hier mit den Sortieren anfangen. So. Gerades Rohr. Schauen wir mal, wie viele wir daran bekommen. Also wie viele wir noch haben, besser gesagt. Ich hoffe, die reichen. So, Sortiere. Dann hätten wir ja die drei Erze auf jeden Fall erst einmal. Zwei, wo ist der dritte? Ach, da hinten. Aber ich habe ja vier gekauft davon, ne? So, dann Trichter. Und noch eine. Du bist ein gerades Band. Und ich aber auch erst mal da herstellen, dass ich euch bei mir habe. Kompressor. Wo ist denn jetzt der andere Trichter hinten? Ja, da ist er noch, das da. Okay. Passt. So, dann haben wir schon mal das für die Erze vorbereitet. Dann würde ich sagen, ich denke, einen Druckverstärker brauchen wir an der Stelle jetzt halt nicht wirklich. Aber hier kommen jetzt dann die nächsten Sortierer ran, die dann für die Edelsteine gedacht sind. Wo bist du? Da bist du. So, dann gerade Stücken noch. Es haut aber echt gut hin. Okay, du bist der Letzte. Das heißt also, das mit den geraden Stücken hat sogar gereicht. Das da nach oben. Stell die mal bitte auf die Seite. Die wir mir dann später irgendwann brauchen. So. Der ist für uns. Stelle ich jetzt einfach erst einmal daher. So, Trichter. Aber habe ich jetzt halt alle vier Trichter? Habe ich jetzt sieben Stück oder... Habe ich wieder einen vergessen. Also hier habe ich jetzt noch einen. So, auf dem Wagen natürlich nicht mehr. Nee, fehlt tatsächlich ein Trichter, oder?
So, das ist der Polierer. Der kommt nämlich jetzt hier oben auf das Einzelne. Sollte man sich gewundert haben, warum ich da einen Einzelnen reingemacht habe. Der ist zum Sortieren. Und der hier ist der, wie nennt sich der? Zentralisiereinsatz. Der kommt hier drauf. So, da kommen ja dann die Brocken rausgeflogen. Die fahren hier hoch. Werden hier im Grunde dann nochmal zentriert, dass die nicht kreuz und quer liegen. Und dann ist das gut. So, das Ding kommt ja natürlich dann hier hin. Kann ich jetzt halt leider nicht festmachen, weil kein Wasseranschluss da ist. Ja, aber ich kann das schon mal da herstellen. Und hier kommen ja dann nochmal zwei Dingsies hin. Also, dann brauchen wir... Das bringt jetzt halt nichts, wenn ich das Ding einschalte und laufen lasse. Genau, dann haben wir noch die Kompressoren. Die muss ich dann nämlich auch noch verbinden mit dem Wasser. Das ist nur die Frage. Ich glaube... So. Ach stimmt, die muss ich ja auseinanderziehen. Ne? Ich bin ja auch doof. Weil wenn ich jetzt da tatsächlich den Hebel dran machen muss, dann brauche ich da Platz. Und das haut das so nicht dann hin. Ist okay. Kommst du nochmal weg? Kommst du nochmal weg? Dann kommt hier ein gerades Stück hin. Und das Einzige ist dann mit dem Wasser, naja gut, aber das Wasser, das kann ich ja dann hier in den Bogen runterleiten und kann es dann hier rein tun. Aber ich brauche dann trotzdem noch einige T-Stücken. Ich brauche T-Stücken, zwei Stück, eigentlich nur eins, ne? Ein T-Stück hier, weil hier kann ich ja dann eine Kurve ransetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich stopfe mir einfach 10 Stück in die Tasche und dann passt es schon. So, da haben wir nochmal ein Druckmessgerät. Das kann man ja dann da hinten mal mit dran machen. Später. Dass ich dann einfach mal schaue, wie es ausschaut vom Druck her. Die tue ich jetzt mal daher. Dann haben wir noch die, genau, Wasserkraftverstärker. Einen haben wir ja da dran, ne? Genau, das ist jetzt dann der zweite. Ich glaube, 4 Stück kann man dran machen. Das haben die schon cool gemacht. Aber da habe ich das ja richtig, richtig gut ausgebaut. Also jetzt vermute ich jetzt zumindest mal, dass ich das richtig gut ausgebaut habe. Schon gleich von Anfang an quasi. Jawohl, dann haben wir nämlich alle 4 Druckverstärker mit dran. Dass es hier auch richtig reinhaut. Wir haben die Wasserreiniger da. Ich denke mal, dass das hier passt. Ich habe keinen Plan, aber ich denke mal, dass das hier in Ordnung ist, wenn ich die hier anbringe. Wir haben den Kristall hier drin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich sonst keinen Kristall hier gerade aktuell brauche. Deswegen kommst du hier rein. Jupp. So. Karte nochmal angucken. Es sind irgendwelche Quests sind da drauf abgezeichnet, aber ich habe keinen Plan. Ob das jetzt halt Gemüse ist oder mal ein Schwert oder was weiß ich. Keinen Plan. So, auf jeden Fall brauchen wir ein paar Kurven. Wir brauchen nochmal ein paar gerade Stücke. Wir brauchen T-Abzweigungen. Wir brauchen alle Teile. Ich
will das eigentlich schon heute auf jeden Fall laufen lassen, ne? Weil wenn das erstmal am Laufen ist, dann kann ich nämlich auch mit dem Buddeln anfangen. Der hat auch irgendeine Quest, sehe ich gerade. Nee, oder? Oh Mann. Da bin ich extra hergefahren und vergesse ich das Geld. Ist das schlimm? Schauen wir mal ganz kurz. I'll trade you for some Guild Tokens. Wow. Wow. Guild Tokens, ja. Eine Halskette. Ich nehme es mal mit. Kann aber zeitlang dauern, bis ich es fertig habe, gell? Ich hoffe, das ist okay für dich. Und der andere ist natürlich weggelaufen, der hat jetzt halt keine Quest mehr. Weil irgendwann ist, glaube ich, das auch vorbei und dann laufen sie halt irgendwo anders hin und dann bekommen sie quasi eine neue Quest irgendwann mal. So wie es ausschaut, verfallen die nämlich nicht. Ihr habt es mir bestimmt schon reingeschrieben in die Kommentare. Also nicht böse sein, wenn ich da nicht drauf eingehe innerhalb der Parts. Steig halt einfach aus und hol das Ding. Dann brauchst du nicht lang rumparken. Da. Solltest eigentlich immer auf dem LKW sein. Hier. So. Sollte ich mal langsam nachtanken, ne? Ja gut, aber Wasser haben wir ja überall. Ist jetzt keine Eile geboten und ich habe ja den Eimer mit dabei. So, jetzt aber. Warum steige ich jetzt hinten aus? So, lasst mal einsammeln. Ich versuche ein bisschen schneller zu machen. Ansonsten geht der Part halt heute ein bisschen länger. Das ist mir jetzt halt egal. Ich will die Maschine laufen haben, dass wir beim nächsten Mal dann auch was haben, womit wir arbeiten können. So, nehmen wir noch ein paar Kurven. Halt. 1,680. Passt schon. Toll hast du das gemacht. Ja, das passiert, wenn man dann versucht, schnell zu sein, ne? Ach so, die Kugeln. Ich denke mal schon ganz, ich schmeiß da hin. Wo sind denn die alle? Aber okay, wenn die sich ständig umdrehen. So, dann brauchen wir noch ein paar Teestücken. So, also zwei mindestens noch. Wie man so schön sagt, lieber immer eins zu viel oder zwei zu viel. Das Zeug geht ja nicht kaputt. So. Dann bin ich, glaube ich, jetzt glücklich. 7.034, wir haben ja noch 9.000. Also das hat jetzt eigentlich genau gepasst.
Das Einzige ist dann eben, jetzt haben wir noch 2000 Münzen, sollte ich tatsächlich die Hebel brauchen? Na gut, die kosten nur 84, das ist jetzt nichts, ne? Gut. Okay. Von dir habe ich ja gerade den Auftrag. Also ich denke, dafür ist auch das Quad, was man da kaufen kann, nicht schlecht, weil gerade wenn ich nur so ein paar Rohre hole, dann bin ich mit dem Quad ja, glaube ich, etwas schneller. Fahr wieder auf die Seite. So, wunderbar, wunderbar. Dann machen wir erst einmal die Kurven hier. Gut, dann kann das gebrochen werden. Es wird hier draufgeschmissen, es läuft nach oben. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch da oben drauf unsere Erzbrocken legen. Die muss ich dann erst einmal haben. Ja, im Grunde kann ich die jetzt erst einmal hier durchlaufen lassen dann. So. Du hier hin. Du weg hin. Gerades Stück bitte. Dann, jetzt habe ich aber, glaube ich, Trichter wieder vergessen, oder? Wollte ich nicht noch einen Trichter holen? Kompressor. Kompressor. Und Kompressor. Warum bist du jetzt gedreht? So. Jetzt. Das geht halt echt genau hin, ne? Oh. Du bist falsch rum. So rum. Bist du jetzt richtig? Ja. Das geht halt genau hin. Jetzt ist nur die Sache. Wegen Wasser. Da müsste ich allerdings dich nochmal wegmachen. So, und dann brauchen wir die T-Stücken. Muss ich da halt immer außenrum. T? Ja. Okay. Lass mich durch. So. Dann rundes Stück hier vorne beim Abschluss. Und dann noch die geraden Stücken. Gerade Stücken.
So, und die ersten laufen natürlich jetzt erst einmal blanko durch, weil ich brauche dann meine Muster hier. Deswegen lasse ich die einfach darunter droppen. Das ist egal. Halt, auf der Seite liegt das Zeug. So. Und dann müsste normalerweise jetzt alles laufen. Wir werden es sehen, wir machen das jetzt an. Weil es müsste doch. Da fehlt noch der Filter, ne? Also es fehlt tatsächlich ein Filter. Habe ich da einen zu wenig gekauft? Echt übel. Na gut. Wassermarsch. Und einschalten. Wow. Das flitzt ganz schön. Hm? Läuft da irgendwas in die... Ja, toll. Die hauen jetzt halt, ja, ist okay. Ihr seht, wie das springt, ne? Das wird jetzt halt einfach irgendwo reingeschoben, ist das Problem. So, wir machen einmal das Wasser aus. So, die Brocken sind egal. Die hüpfen hier. Liegt eben daran, dass die... Oh Mann. Ich muss das jetzt erst einmal hier... Ich habe leider keinen Eimer da, außer dem mit dem Geld drin. Was haben wir denn da? Gold? Goldbarren, okay. Da ist irgendwas drin. Eisen, okay. Also gut. Haben wir hier mal Eisen. So. Das passiert nämlich eben, wenn das hier nicht angegeben ist. Ist nur das Problem, ich muss das wegnehmen. So, dann kommt hier Gold drauf. Bei dem weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich da schon was habe von dem anderen Zeug. Ist da jetzt da oben noch was rein versteckt? Ja. Da. Kann ich ja einfach mal da drauf droppen. Das ist ja egal. So, was haben wir da? Eisenbarren, okay. Also wir haben jetzt hier Eisen. Nee, Quatsch, wir haben hier Eisen. Hier haben wir Gold. Und das andere, das werde ich alles machen noch. Dass ich da mal reinschaue. Hier ist zum Beispiel auch ein Eisenklumpen drin. Das ist ja auch ein Quatsch. Das kann ich dann da drauflegen. Die Maschinen kann ich ja im Grunde dann auch erst einmal ausschalten, wenn ich dann das Wasser anmache. Und dann bin ich mal gespannt, wie es hier dann läuft. Gut, dann soll es gewesen sein für heute. Extra langer Part, aber ich wollte zumindest, dass die Maschine wirklich auch läuft. Das mit dem Einstellen, das mache ich, das haben wir ja schon mal gemacht. Ich muss ja nur da oben meine Teile drauflegen und den einen Filter kaufe ich noch. Alles klar,
Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo da zu lassen, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.